Schon gestartet. Da sind wir. Ja. In Model X sind wir hinten drin. Drive Tesla 2.0 Model X. Drive Tesla 2.0. Ist es keine Werbung? Nein, ist keine Werbung. Sitzen wir jetzt hier hinten drin und haben gerade bei McDonald's was gegessen. Und ich habe was gegessen. Ich habe nur einen Cappuccino gehabt, genau. Genau. Aber kein Veggie-Burger. Es ist noch zu früh, gibt kein Veggie-Burger. Und jetzt sitzen wir hinten drin im Model X und wollen einfach ein bisschen reden, oder? Über Elektromobilität. Aktuelle Themen. Aktuelle Themen. Mal gucken, ob wir irgendwo gleich auf Gleichstand sind mit unserer Meinung. Oder auch vielleicht gibt es da irgendwo Sachen, wo wir gegenteiliger Meinung sind. Kennst du eigentlich einen Podcast vom Jerome und von der Jana? Ja. Ja. Das ist ja genau. Die fahren immer im Auto genau. Und man sieht kein Bild, aber okay. Ja. Oder nee, die sitzen auch, die Jana sitzt im Büro. Ja, oder vor allem auf Skype, ne? Ja. Hätte ich auch mal gern gemacht. Skype so, jetzt nicht so wie jetzt hier, ne? Ja. Die haben verschiedenste Themen. Ja. Und das finde ich immer ganz gut, wie die miteinander reden. Und die haben auch ganz andere Meinungen, fand ich immer spannend. Ja. Aber es ist, wie gesagt, kein Bild dabei. Aber das ist ja bei uns auch nicht so vorteilig. So hübsch sind wir ja nicht. Die oder? Sind auf jeden Fall auch hier aus Stuttgart. Jana, ja, auch. Aber ja, Mainz. Electrify BW. Ja. Baden-Württemberg wird elektrisiert. Und deshalb, großes Thema für mich ist auch hier Stuttgart. Wir sitzen ja jetzt hier in Stuttgart, fast Stuttgart, Leonberg. Ja. Und müssen uns überlegen, ob wir mit unserem dreckigen Diesel noch demnächst in die Innenstadt fahren dürfen. Ja. Mein großes Thema war das ja wegen dem Leasing-Auto. Ich konnte ja nur Diesels leasen von meiner Firma aus eigentlich offiziell. Die auch gesponsert werden. Also unsere ganze Flotte besteht aus Dieselfahrzeugen. Und jetzt ist das ja nochmal verschärft worden, dass es tatsächlich, sagen wir mal, die Möglichkeit gibt, Dieselfahrverbote auszusprechen. Und zwar ja bisher auch so formuliert, das ist immer so ein bisschen zwiespältig, nämlich, dass wirklich kein Diesel mehr reinfahren darf, egal was für eine Schadstoffstufe oder eben nicht oder was für eine Plakette auch und die so blauen weiter. Nicht. Ne? Die gibt es gar nicht. Ja, oder die. Also die Richter haben ja tatsächlich gesagt, im Moment ist ja gar nicht sichergestellt, dass die das dann überhaupt wirklich, also das hat mich auch gewundert. Mhm. Bisher war das ja immer so auch formuliert, ja, die rüsten wir nach und dann sind sie ja sauber und dann dürfen sie doch reinfahren. Und jetzt war doch tatsächlich der Richter, es wäre die Möglichkeit von der Landesregierung oder wem auch immer das dann ist, ne, tatsächlich auszusprechen. Mhm. Ja, ich persönlich, meine Meinung ist natürlich, finde das eigentlich gut. Es ist auf jeden Fall mal ein Anfang, das was passiert. Weil ich fahre öfters nach Stuttgart rein und wenn ich da Rote Bühlplatz aussteige, es ist Lärm und Gestank. Und ich habe jetzt nicht unbedingt das Gefühl, ich bin selber, sagen wir mal, gesundheitlich beeinträchtigt. So lange bin ich da nicht. Aber wenn ich da länger wäre oder müsste den ganzen Tag da an dieser Kreuzung stehen, also das ist schon... Ist schon grenzwertig, ja. Grenzwertig. Mir fällt das auch auf. Also nicht nur das, der Gestank, ich wohne jetzt auch in der Stadt, ganz Neues haben wir gerade vorhin erzählt. Ich finde auch diese Lautstärke teilweise nicht sehr angenehm. Vor allem irgendwie, wir kommen ja aus Nordrhein-Westfalen, da gibt es nicht so viele Mercedes und BMWs. Hier ist anscheinend so ein bisschen mehr die Produktion und man kriegt das vielleicht billiger als Mitarbeiter. Von Rastatt ist ja auch ein Produktionsstandort von Daimler. Und diese jungen Leute, die da arbeiten, die kriegen anscheinend diese V8-Motoren billig und dann haben die so einen Auspuff noch drin, der besonders laut ist und das ist anscheinend ein Serienauspuff. Und die röhren da abends durch den Ort durch, das ist aber jeden Abend, ja. Das sind auch alle Marken. Jeder verkauft die von diesen Verbrennerleuten anscheinend jetzt Autos, die extra laut sind für diese jungen Leute, die das so mögen. Das höre ich jetzt auch noch zum ersten Mal. Ja, also es wird mal ein Video kommen dazu, weil das stinkt mir wirklich gewaltig. Also nach den Gesundheitseinschränkungen und dem Gestank werden wir noch über den Lärm reden müssen. Ja. Eindeutig. Vor allem, weil das ja auch von der Industrie unterstützt wird. Und das finde ich auch, da habe ich überhaupt null Verständnis. Weil im Grunde müssten eigentlich die Autos geräuschlos sein. Also meiner Meinung nach. Kennst du diese Aktion, wenn man so eine Flotte von E-Autos hat und die fahren in einen Kreisel und kreiseln da einfach und alle anderen müssen stehen bleiben, dann drehen sich immer alle Passanten um. Wieso ist das plötzlich so leise hier? Ja. Weil ja die Verbrenner alle anhalten müssen, nicht mehr so richtig den Lärm machen. Und dann merkt man erst, was das bedeuten würde, wenn man nur E-Autos hätte. Ja. Da sollte man auch mal in Stuttgart tatsächlich mal so eine, wie früher auf den Autobahnen, so einen gesperrten Bereich machen, so eine ganze Innenstadt mal komplett sperren an einem Wochenende, damit man da, und nur E-Autos dürften reinfahren vielleicht, ne? Und das mal zu zeigen, wie da eigentlich der Unterschied ist. Also allein von der Lärm und auch von dem Gestank her. Also, dass den Leuten das bewusster wird. Das Problem ist, dass das keiner richtig möchte. Also die Politik möchte es nicht, die Hersteller möchten nicht, die machen gemeinsame Lobbyarbeit. Das ist einfach nicht da das Interesse. Ja. Ja? Warum haben eigentlich die Stadtverwaltungen keine Elektrobusse?
im Einsatz? Warum fahren die mit Diesel? Stuttgart jetzt, ja. Warum fahren die mit Diesel? Es gibt Elektrobusse. Ich komme ja aus, oder ich arbeite ja in Esslinger Gegend und in Esslingen hat man, ich habe das immer schon gesagt, seit 1940 schon elektrische Busse mit Oberleitung und die können auch Oberleitung runterfahren und auch mit Akku weiterfahren. Haben zur Not noch ein Diesel drin natürlich, ne? Aber ansonsten, also es gibt es auch hier im Ländle, sprich die Stuttgarter müssten das nur ein bisschen adaptieren. Sind natürlich alles so Marken, okay, ich kenne diese Busmarken jetzt auch nicht, wer das so umbaut. Das sind aber Standardbusse, die nachher umgebaut wurden. Also die Techniken gibt es schon länger, ist nur nie so in Stuttgart jetzt hier zumindest nie so auf die breite Masse mal. Ja, und das ist das, man hätte da was, man könnte da was machen. Und das Zweite, was ich auch sehe, ist, reagieren ja Firmen schon, so wie die Deutsche Post, dass die selber schon aus eigenem Antrieb umstellen, weil die haben auch so im Hinterkopf, sag ich jetzt so, irgendwann kriegen wir Probleme mit unseren Dieselfahrzeugen, also greifen wir dem mal vor. Und das Tolle bei der Post ist ja, dass die ja jahrelang bei Daimler und bei Volkswagen sonst wo auf der Matte standen und sagten, macht uns doch mal ein E-Auto für den Nahbereich in der Stadt. Und die haben sich geweigert. Deshalb haben die aus eigenem Antrieb das Auto selbst hergestellt, zusammen mit der Universität in Aachen. Ja, und das ist dann auch wieder so ein Beispiel, dass eigentlich bei uns keiner richtig möchte, aber der Markt ist da. Genau wie jetzt dieser Sion, ich weiß nicht, ob das verfolgt hast, in München, dieses Startup da mit ein paar Studenten. Nur weil du das Video gemacht hast. Die ja da auch sagen, selbst wenn man jetzt hier auf so ein bestehendes Auto Solarzellen drauf machen würde, überall, und das würde in der prallen Sonne stehen, dann könnte man sowas in der Größenordnung von 30 Kilometer reinladen. Am Tag, ne? Am Tag. Natürlich, wenn man von 12 Kilowattstunden pro 100 Kilometer ausgeht, was vielleicht nicht ganz realistisch ist. Aber trotz allem, es ist schon ein nennenswerter Anteil. Die sagen ja, 25% ist im Moment wird nur genutzt. Sprich, wenn man das auch steigern könnte, was ja Tesla, Elon Musk auch will, die Solarzellen eigentlich effizienter machen. Das heißt, selbst die Autos selber wären dann vielleicht sogar in der Lage, sich selber irgendwie aufzuladen oder zumindest diesen Schwund, den man immer hat. Also ich glaube nicht, dass das so das Auto wirklich jetzt ein Massenauto werden wird, aber es zeigt mal so ein bisschen die Zukunft, was noch möglich ist, auf. Ja. Ja, vor allem, man muss erstmal angefangen, sich da auch Gedanken zu machen. Ne? Ja. Und das ist ja auch wenn das jetzt eine Sackgasse wäre, mit diesen Solarzellen auf dem Auto, aber mal zumindest mal drüber nachdenken und mal in die Richtung mal ein Stück weit laufen. Und das habe ich vermisst, die letzten 10 Jahre hier in Deutschland vor allem, was die Elektromobilität angeht. Und es wurde totgeschwiegen und es wurde als schlecht geredet. Und jetzt sitzen wir da im Dilemma und ich habe richtig schlechtes Gefühl für die Arbeitsplätze hier. Ja, vor allem, weil auch hier Daimler-Chef Setscher ja gesagt hat, das zitiere ich immer, ich finde das ganz schlimm, wenn so ein Chef sowas sagt, was will ich mit den Heizern auf der E-Lok? Und sozusagen zu seinen Mitarbeitern sagt, ja, wenn ihr Verbrennungsmotoren gemacht habt die ganzen Jahre, ihr könnt halt nichts anderes. Kann ihn nicht verstehen, man kann die Leute umlernen, man braucht die Karosseriebauer ja trotzdem, es ist ja, viele Teile sind ja eigentlich gleich, also man muss doch mit der Firma, mit den Mitarbeitern vorwärts gehen. Da kann man doch nicht sagen, ich stelle neue ein und die alten entlasse ich und unterm Strich habe ich dieselben Anzahl an Arbeitsplätzen. Das ist keine Zukunft. Jetzt hat ja der Betriebsrat das wenigstens hingekriegt, dass wir hier die Standorte gesichert haben, dass hier auch die Elektroautos auch hier in der Region gebaut werden und nicht nur im Osten oder wo sie es vorhatten. Aber so kommen sie auf jeden Fall nicht vorwärts da. Das ist echt schade. Ich hoffe, sie wachen alle auf. Also Termin ist ja, soweit ich das jetzt drin habe, immer so 2019, 2020, wo sie angeblich alle aufwachen. Ja, das ist der nächste Termin. Der Zug war schon vor 5 Jahren abgefahren, leider. Das kommt jetzt mehr und mehr zutage, dass wir einfach schon hinter diesem Punkt sind, wo es noch hätte gerettet werden können. Ich finde es hier in Stuttgart echt, Baden-Württemberg schade, wir haben eine grüne Regierung. Ich habe mir da eigentlich mehr erwartet. Auch der Kretschmann hat sich da echt irgendwie von den Autobauern da total einlullen lassen, allein nur durch diesen Arbeitsplatzgeschichte, dass die Arbeitsplätze hier wegfallen könnten. Ja, ich verstehe das gar nicht. Ja, genau, das ist ganz schlimm, auch so. Er kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll an der Tankstelle, wenn da alle 20 Minuten stehen würden. Genau. Er ist da einfach nicht informiert. Ich hoffe, der Hofreiter oder andere Leute, die da vielleicht, oder Cem Özdemir, die da ein bisschen besser informiert sind, die erzählen ihm mal, wie so ein Supercharger funktioniert, wie so Lademöglichkeiten funktionieren. Ich sage ja immer, warum sehen Ladestationen eigentlich aus wie Parkplätze? Das ist das. Sexy machen, ne? Was soll denn das eigentlich? Die müssen anders aussehen. Die müssen aussehen wie Ladestationen und nicht wie was, wo man hinparkt oder wie man durchfährt jetzt mit einer Tanke. Das ist einfach, man muss die Elektromobilität anders sehen. Du hast in Kretschmann das Video gesehen, ne? Was der abgelassen hat, seinen Spruch, nachdem da alles vorbei war. Da hat man gesehen, dass der von der Autolobby richtig eingelullt ist. Ja, das ist schade. Der ist zwar grün, aber der ist nicht grün. Ich verstehe es nicht. Der ist pechschwarz.
Ich sehe auch andere Sachen noch. Meine Beobachtung kann auch völlig falsch sein. Ich sehe, wir haben ganz wenig Windräder. Mhm. Ich bin da, auch wenn ich auf die Schwäbische Alb hochfahre Richtung Ulm, sehe ich auf Baden-Württembergs Seite, grüne Regierung, ganz wenig Windräder. Und wenn welche da sind, stehen sie. Mhm. So fahre ich nach Bayern, hinter Ulm rüber. Solarparks, Windräder, die drehen. Mhm. Bayern ist da eigentlich viel, viel weiter. Auch wenn ich da nach Franken hochfahre, fahre ich oft Nürnberger Richtung. Die machen was mit erneuerbaren Energien. Ich weiß nicht, wo sie das ganze Zeug lassen. Die haben doch die Stromtrasse nicht. Aber bei uns ist irgendwie, keine Ahnung, man braucht die nicht. Und man kann ja Windräder abstellen. Das ist ja der große Vorteil. Ja. Atomenergie oder so kann man ja scheinbar nicht einfach so abdrehen. Ja. Ja, und deshalb wird das als Puffer bloß benutzt und eigentlich gar nicht wirklich abgefragt. Das ist ein bisschen schade. Und deshalb sage ich, diese Angst, die man da so schürt, ich weiß nicht, wie deine Meinung da ist, so, wenn jetzt hier jeder ein Elektroauto hätte, würde sofort das ganze Stromnetz zusammenbrechen. Das wäre daraus gar nicht ausgelegt. Ich habe das Gefühl, wir haben da unheimlich viel Luft noch in dem Stromnetz. Also Strom gibt es an jeder Ecke. Und ist irgendwie, ich bin der Meinung, dass man alles hochfahren muss. Und vor allem muss man einen Willen haben. Ich will immer wieder zurück auf den Anfang. Der Wille muss da sein, das Ding auszubauen. Und dann muss man einen Weg aufzeigen, wie man da oben auf dieses Ding hinkommt. Ja, von wem muss das kommen, der Wille? Der Wille muss von der Politik kommen. Oder kommt er aus der Industrie? Muss von beiden kommen, weil wir sehen ja gerade das Dilemma. Oder vom Konsumenten. Der Konsument will es ja. Bist du der Meinung schon, dass die normalen Autofahrer schon elektroreif sind? Also wir werden, jetzt kommen wir zum anderen Thema, auch meine Lieblingsthemen. Seitdem ich ja mit Elektromobilität mich beschäftige, interessiert mich auch das Thema Presse. Und das ist ein ganz, ganz wunder Punkt auch bei mir. Ja. Und ich bin da auch manchmal, bin ich da auch ganz allein mit meiner Meinung. Ich finde, dass die deutsche Presse, dass die extrem beeinflusst ist. Von Lobbyisten, von einer allgemeinen Meinung, die da, weiß ich nicht, wo die ist. Und ich mache mal ein Beispiel. Ja. Nehmen wir mal Trump. ich lese in der deutschen Presse 99 Berichte über Trump, dass der Scheiße baut. Hm. Ja, dass der schlecht ist. Der wird immer mit einem roten Kopf gezeigt. Ja, und immer mit aufgerissenem Mund. Mit aufgerissenem Mund. Und es kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch, vor allem wenn er amerikanischer Präsident ist, 99% Mist macht. Ja, und das ist, die deutsche Qualitätspresse sollte mal ja auch mal ein paar positive Berichte über den bringen, weil der Mann kann nicht nur schlecht sein. Es ist einfach so. Ja, da könnt ihr mir jetzt sagen, was ihr wollt. Ich bin auch nicht unbedingt Fan, dass er mit den Frauen und so weiter. Es gibt so ein paar Punkte, die mir an ihm sicherlich nicht gefallen. Aber ich rede jetzt gerade über die Presse, über die deutsche Presse. Die deutsche Presse sollte etwas neutraler, ohne diese vorgefertigte Meinung, berichten. Und darüber, dann können wir gleich zur Mobilität übergehen, ja. Jetzt mal vom Trump zu ihm. Ja, ich weiß schon, was du meinst, ja. Es ist einfach, man kriegt auch so ein bisschen was infiltriert. Wo kommt unsere Meinung her? Ja, man infiltriert, das bringt nichts, es sind keine Ladestationen da, es ist teuer, das Lithium, das sind irgendwie, da haben sie Krieg überall. Aber wo kommt das Öl her? Ja, da ist auch überall Krieg, ja. Und das ist anscheinend ganz normal. Also, liebe deutsche Qualitätspresse an dieser Stelle, ich wünsche mir neutralere, objektivere Berichte. Ja. Das ist das Thema. Und ich kann auch über Putin ein bisschen reden, aber das mache ich jetzt lieber nicht, weil da habe ich wahrscheinlich noch mehr Feinde. Ja, also es ist die Frage, wo die Meinung, die Volksmeinung so herkommt. Die kommt natürlich aus dem Fernsehen, aus der Presse, das ist schon richtig, sehe ich auch so. Mein Thema ist das deshalb auch eigentlich so, diese Elektromobilität hier, wie sie Tesla als Rundumpaket, sag ich immer so, liefert, einfach mal auch an die Leute zu bringen. Klar, das ist ein Luxusauto hier, das ist, ich sage auch immer, das wird sich nicht die anderen nicht leisten können, aber es zeigt auf, wie es funktionieren könnte. Ja, ja, wie gesagt, den Weg muss man beschreiten, man muss die Ladeinfrastruktur aufbauen, das geht nicht von heute auf morgen. Wenn alle heute Elektroauto fahren, geht's nicht, ist ja logisch, ja. Oh, apropos Laden, ich muss mal ausstecken, ich bin nämlich fertig hier. Okay. Komm gleich wieder. Ja, okay. Ich schneide ja, also kein Problem bei mir. Er schneidet nicht da unten. Bei mir ist alles noch drin, alles live? Alles live. Nee, live haben wir noch nie gesendet, ne? Ich habe noch nie live gesendet. Nee, also, was haben wir gesagt? Mit der Ladeinfrastruktur, es geht nicht alles heute auf morgen, das ist logisch. Aber der Wille muss da sein und der Weg muss beschritten werden. So ich bin das. Gestern nochmal rumgefahren, Ladesäulen abklappern in Göppinger Gegend. Bei uns ist echt dünn besetzt. Stuttgart, super, wegen Car2Go. Esslingen, super, auch Car2Go. Mhm. Auch hier Böblingen, andere Richtung. Ne? Bisschen weiter draußen, sofort gegen Null. Paar Enthusiasten,
Und jetzt kommt es so langsam, dass auch Städte wie Göppingen, ist auch schon sehr viele Ladestationen, verschiedenste Anbieter, habe ich gestern angeguckt. Ich habe vor allem mal gecheckt, so bei irgendwelchen Einkaufszentren oder kleineren Läden, oder was heißt kleiner, halt so normale, was man halt da so hat, die Lebensmittelläden. Und dann auch im kommunalen Bereich, also so Landratsamt, Rathaus, wie das so aufgestellt ist. Und da ist mehr jetzt. Ein halbes Jahr später haben wir durchaus mehr und haben alle funktioniert. Natürlich nicht immer kostenlos, das muss ich auch sagen. Ne? Nicht immer kostenlos. Man muss sich authentifizieren und man weiß dann nicht, was danach passiert. Steht nirgendwo dran, was es kostet. Es ist ja ganz schwierig mit der Abrechnung. Aber immerhin, zumindest mal, es ist schon was aufgebaut. Teilweise, es ist eine Schnitzeljagd. Ja, das muss man schon sagen, im ländlichen Raum auf jeden Fall. Wo die überhaupt sind, Going Electric ist das Einzige, wo man weiß, wo die sind und dann kann man auch dahin navigieren. Mhm. Obwohl ich gestern auch ganz schön im Kreis gefahren bin, weil teilweise die Adressen nicht gestimmt haben. Macht auch Spaß, ne? Ja. Aber klar, aber es passiert was, es baut sich was auf so ein bisschen. Und ich denke, die andere Seite jetzt an den Autobahnen für die Langstrecke kommt auch. Tank und Rast, das ist ja gefördert vom Bund, das kommt. Die Ladestationen sind da, die funktionieren eigentlich auch. Was ich wieder schade finde, auch bei uns hier, unser größter Anbieter, den nenne ich jetzt nicht, ne, will ja auch leider Geld. Ein anderer Anbieter in die andere Richtung will im Moment kein Geld. Ich finde es schade, dass man gleich wieder versucht, dann damit Geld zu verdienen. Am Anfang muss man halt ein bisschen vorinvestieren, aber die Ladeinfrastruktur wird tatsächlich jetzt aufgebaut. Also wir können das nicht mehr sagen, dass es nur Tesla Supercharger gibt. Klar, ist eine andere Kategorie, würde sagen sogar Faktor 10 besser im Moment. Und wenn der Ausbau auch klappt, hier sehen wir auch, da drüben ist ja alles leer. Ja. Wird alles hingebaut wahrscheinlich noch. Ist dann das, was kommen wird? Ja. Dann haben also wir doch das, jetzt. Das passiert, es fehlen jetzt die Autos. Es fehlen die Autos. Also, und wo sind die? Keiner hat sie gebaut, weil wir haben keine Ladeinfrastruktur. Das oder ist so. Was war denn das Argument eigentlich? Ja, wir keine Elektroautos bauen? Ne? Bei Wasserstoff geht man jetzt in Vorleistung. Wasserstofftankstellen werden gebaut, gerade in deine Richtung da. Ne? Ja, echt? Oder nicht halt oben, wenn man bei Heilbronn rüberfährt. Ne? Ja, das ist fährst da unten. Ne? Ob das aber sich durchsetzt mit Wasserstoff? Ja, und dann werden die Wasserstoffautos kommen danach. Ich weiß auch nicht, warum man das jetzt so pusht. Ich habe eher gesagt, vielleicht für LKWs oder so. Nein, wir müssen für Personenwagen. Echt? Und hier bei Elektro war es ja dummerweise andersrum. Wobei ich auch sagen muss, wo lädt man sein Elektroauto auf? Also ich denke, entweder da wo es am meisten steht. Wo steht es am meisten? Bei mir sind das zwei Stationen zu Hause, über Nacht oder in der Firma. Ja. Ja. Und das andere ist Langstrecke, worüber wir jetzt immer an der Autobahn reden. Das ist alles Langstrecke. Ja. Deshalb habe ich noch mal im kommunalen Bereich geguckt, wenn jetzt meine Frau rumfahren würde, die fährt da irgendwas zum Einkaufen, da müsste sie einstecken können, das wäre super, halbe Stunde. Ist beim Friseur, da müsste man einstecken können, vom Rathaus oder keine Ahnung wo. Stadtbummeln machen, ne? Ja, also, bei mir zu Hause gab es so Geschichte. Da gab es ja diesen Tesla Destination Charger im Minto Einkaufscenter in Mönchengladbach. Oh, habe ich noch nie einen gesehen, so richtig? Ja, nee, musst man auf diesen Blitzsymbol drücken. Bei mir hat es da nichts. Stuttgart musste ich gucken hier, ja. Aber bei mir so im Land ist ganz wenig. Ja, immer doch, so Hotels, wo ich da nicht hinparken darf. Nee, auch mittlerweile Einkaufszentren. Also, nee, habe ich gar keinen. Und da habe ich auch ein Video schon gedreht zu dem Destination Charger in Minto. Da gibt es ja immer zwei. Also Tesla muss ja immer, das baut ja Tesla ein, ne? Und da müssen die immer auch zwei Charger, also die Hälfte Charger müssen immer nicht Tesla sein. Also müssen frei sein für andere Autos. Ich habe mich noch gar nicht damit beschäftigt, das ist interessant. Macht aber, ist es interessant und Tesla baut auch das aus, ja. Also ich war jetzt in Kassel im Hotel, da waren auch zwei Ladepunkte für Nicht-Teslas, von Tesla eingerichtet. Also, ja, es muss mal wieder Tesla machen. Also, ja. Was natürlich schade ist, ich habe es jetzt auch gesehen, auch glaube bei den Destination Chargern ist das, das sind ja die Wechselstrom. Kommt ja Wechselstrom raus. Natürlich, damit kommt also Typ 2 Wechselstrom. Ja. Nicht so wie jetzt hier am Supercharger, Typ 2 Gleichstrom. Ja. Ich finde das auch ein bisschen schade. Da ist eigentlich auch an die Technik gefragt, dass man diese Umsetzer von Wechselstrom auf Gleichstrom, die müssen einfach günstiger werden. Es gibt diese Teile übrigens. Ich wollte mich mal noch drum kümmern. Ich habe das einmal gesehen. Das Ding kostet 16.000 Euro. Mhm. Der Kasten ist so groß. Sieht man es? So groß, ja. Ist transportabel, den kannst du an Drehstrom anschließen und dann kommt tatsächlich Gleichstrom raus. CCS. Ist halt dann die Frage, was die Verluste sind, ne? Du kannst es sogar, egal, aber es tut immer und bist innerhalb von wesentlich schneller bist du fertig. Weil wir haben jetzt hier das Problem, also in meinem Tesla hier jetzt Model X haben wir ja nur den 11 Kilowatt Lader drin, ich weiß nicht, was du für einen hast. Auf 11. Da stehe ich natürlich ewig. Deshalb bringt das auch nicht so viel. Und das ist ein bisschen schade, dass man jetzt die Infrastruktur in den Kommunen leider auch auf Wechselstrom aufbaut und da die Investition natürlich nicht macht, jetzt die teure Technik da reinzubauen. Wobei ich habe ja früher selber so Eisenbahn rumgemacht. Ich verstehe gar nicht, was da das Problem ist, warum die Teile so teuer sind.
habe ja auch keine Ahnung. Also was da die Leistungselektronik da drin oder was da eigentlich diesen Preis ausmacht. Ne? Also ich habe da ein bisschen andere Meinung als du. Ich finde, dass, weil Wechselstrom ist ja überall verfügbar. Und klar, man muss diese Investition machen. Du sagst gerade, dass das teuer, nicht so teuer ist, wie man alles sagt. Das kann man günstig machen. Aber dadurch, dass halt Wechselstrom da ist, muss man halt eben das nehmen, was da ist. Und dann geht es schneller und auch günstiger für die Betreiber. Ja, richtig. Und ein 22 kW Lader, jetzt beim Tesla, gut, wir haben ihn nicht, wir haben 11 kW. Ja. Bei mir auch, ja. 17, wenn ich mit 60, ich fahre ins Einkaufscenter mit 40% Restreichweite 50, stöpsel den ein, dann kaufe ich 2-3 Stunden ein. Und dann habe ich auch lang. Trotzdem, ja, dann habe ich aber auch trotzdem ich wieder 150 richtig, Kilometer. Ich hatte gelangen. Eine halbe Stunde gerechnet, dann kriegst du vielleicht 20 Kilometer. Also ist kein Schnitt, also ist auf jeden Fall für länger. Also man muss schon ein, zwei, drei Stunden da bleiben. Aber dann hat man auch Saft wieder drin. Ja. Ich dachte und, jetzt eher so an 5 Minuten. Ich stehe da 5 Minuten am Supercharger. Nee, nee, nee. 5 Minuten ist halt schon ganz schön was du Destination kriegst. Charger ist immer entweder über Nacht oder einkaufen oder bist einfach ein bisschen länger. Okay, gebe ich zu. Das ist Ersatz für zu Hause. Ersatz für zu Hause. Und das ist, finde ich, cool. Und da habe ich auch noch nie den 22 kW Lader vermisst bei mir im Auto. Da reicht mir auch der 11 kW. Und was ich mir eigentlich aufbauen will, wenn ich nochmal zu Geld komme, ist nämlich tatsächlich die komplette Technik, so wie es Elon Musk sich vorstellt. Ich finde das ja so genial. Also angefangen von der Solarenergie über SolarWorld auf dem Dach, die normalen Dachziegel, da die Sonnenenergie einfangen. Dann in der Garage oder irgendwo im Haus diesen Tesla Batterie da hängen oder mehrere, da lade ich das tagsüber rein, bei praller Sonne. Mein Auto steht aber trotzdem im Schatten oder ist gar nicht da und abends übertrage ich das von dem Teil in das. Und das wäre noch super, wenn die das nämlich noch schneller hinkriegen würden. Dann machen sie ja dummerweise auch dann noch auf Wechselstrom wieder und von wieder Wechselstrom in Gleichstrom, wenn sie das noch direkter hinkriegen würden. Ja. Und das ist für mich eigentlich das, wie es in sich geschlossen funktionieren könnte. Hoffentlich und die Politik da nicht was nochmal einen Strick draus macht, weil das wollen die ja nicht so gern. Man soll ja immer erst einspeisen und dann wieder zurück. Wir haben ja auch eine Stromlobby, ja, nicht vergessen. Ja, das ist auch noch so ein Problem. Nicht nur die Autolobby, sondern auch die Stromlobby. Aber das finde ich so und da wird man also auch bei 25% oder 20% Effektivität, der Effizienz von den Solarzellen, ich habe es noch nicht ausgerechnet, was man für eine Dachfläche braucht oder was man da für Zwischenspeicher braucht. Schau mir mein letztes Video an, zum Erik Werkmeister und seinem Onkel. Hast du schon geguckt? Nee, noch nicht. Genau, das ist nämlich, da hat alles auf Solar, hat einen Batteriespeicher und hat noch, also genau, hat alles. Also so muss es funktionieren. Und ich fände das schön, wenn du das einfach hier von so einem Automobilanbieter einfach kaufen könntest. Mhm. Mein Daimler war ja auch in die Richtung unterwegs und das einfach mitgeliefert kriegst mit deinem Auto als Zubehör. Ich meine, das ist ein weiter Weg, weil ich habe das eben schon erwähnt, wir haben eine Autolobby, aber wir haben auch die Stromlobby. Und ich glaube, hier in Deutschland speziell, auch der Strompreis ist ja ein politischer Preis, ist ja nicht der reale Kosten vom Strom, das ist ein politischer Preis. Und da haben wir auch noch eine Verflechtung und da gibt es eine Lobby. Und ich glaube, diese Themen sind in Deutschland auch schwierig. Das kriegen wir genauso wenig wie die E-Autos, kriegt man das hin. Also auf die Schnelle. Also wie du das sagst, ist eigentlich logisch. Ja? So wird jedes Land funktionieren, aber in Deutschland geht es nicht. Ja, warum wird denn in Minuten abgerechnet bei manchen Ladestationen und bei anderen in Kilowattstunden? Tja. Weil nur die Energiehersteller, ja, das ist ein Gesetz sogar, nur die Energiehersteller dürfen in Kilowattstunden abrechnen. Alle anderen müssen Minuten abrechnen. Ja, ich bin da auch mal gespannt, wenn ich jetzt im Urlaub mal irgendwo Deutsches lade Eichgesetz. Länger und mal das angucke, wie die Preise dann am Schluss sind. Deutsches Eichgesetz. Ja. Oh. Gut. Ja, und ja, was haben wir? Wir sitzen hier gerade so schön in unserem Diesel, in unserem Tesla. Stress, Maria. Nee, mein Gedanke war schon bei Diesel. Und an gleicher Stelle, an anderer Stelle in Berlin sitzen jetzt gerade ein ganzes Konsortium von Leuten, ich glaube Autoindustrie, Politik, weiß ich noch wer. Die haben gerade ihr Diesel-Gipfel. Autogipfel, ja. Auto. Ich weiß gar nicht, ob es offiziell Dieselgipfel heißt. Doch, ja. Es ist Dieselgipfel, glaube ich. Heißt es wirklich offiziell? Ist heute, ja, ist das. Mal sehen, was rauskommt. Ja. Man hat ja schon was gehört heute Nacht, dass die sich so einigen, dass sie den Diesel wieder subventionieren wollen. Also da habe ich dann irgendwie so Aussetzer in meinem Gehirn. Also vielleicht bin ich auf einer anderen Welt oder so. Vielleicht bin ich auch schon zu sehr Tesla-jünger geworden oder... Ja. Wie kann man jetzt nochmal Diesel subventionieren? Das habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Also das wäre ja wirklich die falsche Richtung. Aber sie haben es ja immerhin begründet, um dann damit die Elektromobilität zu finanzieren. Ja, mit dem Verkauf der Dieselautos. Positiv. Ja, hat Daimler gesagt letztens. Das hört sich wieder positiv an. Warum nimmt man nicht die 2 Milliarden gleich in die Hand und investiert in Elektro? Also, ist wieder die Arbeitsplätze. Und die jetzige Industrie ist halt total auf diese Verbrenner ausgelegt. Kann ich nicht von heute auf morgen hier alles streichen. Daran hängt es wohl. Also schauen wir mal, was rauskommt heute bei dieser Geschichte. Wahrscheinlich nicht besonders Gutes. Also ich vermute mal, es wird wieder was Halbgares sein.
Bin auch gespannt, ja. Die einzige, unsere Bundesumweltministerin hat ja da doch ganz klare Worte jetzt gefunden. Ich hoffe, sie kann da auch den Stand halten, auch gegen den Verkehrsminister oder die Kanzlerin oder wen auch immer. Nämlich die harte Meinung, dass die ganze Umrüstung die Industrie zahlen muss, sogar falls das gar nicht geht, also das nur mit Hardware zu machen ist, die man aber gar nicht in die Autos einbauen kann, dass man dann doch auch den Restwert vom Auto in irgendeiner Form oder was weiß ich und noch Entschädigung, also wie in den USA. Also das bin ich nur im Zweifel, ob das bei uns hier tatsächlich möglich ist in dem Umfang, weil das sind ja schon herbe Verluste dann irgendwann. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Ah, hat wieder automatisch weitergemacht bei meinem. Ich bin ausgefallen hier. Oh. Ich glaube, meiner ist voll. Ich glaube, ich nehme noch auf. Ah, ne, noch 3 Minuten. Wir müssen Schluss machen, wir sind noch 3 Minuten. Ne, nee, dann musst du wieder ein neues Video stellen. Ja. Nee, also ich bin fast schon verzweifelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir fehlen die Worte. Mir fehlen jetzt echt die Worte. Ich muss mal gucken, was auch dieser Dobrindt noch macht. Also ich glaube, der kann. Warum ist der eigentlich noch an seinem Platz? Also Wissmann und Dobrindt, die beiden weiß ich auch nicht. Und diese Bundesagentur für Autos, wie heißt die nochmal? Kraftfahrtbundesamt. Wenn man mal in die Statuten reinguckt, steht drin, dass die ja unterhalten wird von der deutschen Autoindustrie. Dann weiß man auch, warum die so blöde Entscheidungen machen. Die sind also auch in dem Kartell. Die sind auch drin. Die Frage ist, ob das mit dem Kartell auch in irgendeiner Form eine Relevanz jetzt hat, ob das irgendwie geahndet wird oder was da jetzt wieder rauskommt. Also. Die Verflechtungen sind ja da wohl viel tiefer, als man dachte. Volkswagen-Eigentümer ist ja das Land Niedersachsen. Ja, das ist noch das Nächste. Also das sind ja bei uns, das sind ja Verflechtungen hier. Also ich glaube, deshalb will auch niemand, dass es ans Licht kommt. Also wenn man sich das genauer anguckt. Das habe ich jetzt auch gesagt. Wenn man sich die deutschen E-Autos gerade anguckt, die sind ja alle ziemlich gleich auf. Preislich und auch von dem, was sie leisten. Ja, alles abgesprochen. Und irgendwie hört sich das an, es gab auch einen Arbeitskreis E-Auto. Ja, 100%. Und da steht auch drin, wir haben erst 2020, bringen wir die nächsten. Ja, wir sind hier die Marktführer weltweit und wir machen das jetzt so. Man kann das jetzt so weiter spinnen, dass das tatsächlich so lief. Ich meine, ich habe ja selber Kollegen, die von Daimler kamen. Ich habe Kollegen, die von Daimler kamen. Die haben mir selber gesagt, sie saßen auch in solchen Gremien und sie haben sich teilweise auch immer schon gefragt, ob das so rechtens ist, dass sie da ständig mit der Konkurrenz die Abstimmung machen. Klar, da ging es um Bussysteme oder sowas, den CAN-Bus da oder solche Sachen. Aber es ging auch darum, man hat sich für irgendwas entschieden und zack, konnte man bloß noch den einen Hersteller nehmen und die anderen nicht mehr. Und die haben offiziell in ihrer Rechtsabteilung nachgefragt und da hieß es, das ist alles noch in Ordnung. Also die haben sich schon noch versichert. Das ist nicht so, dass die Leute das einfach nur so vorsätzlich gemacht haben. Die haben sich teilweise auch versichert von Rechtsanwälten oder teilweise vielleicht sogar nachgefragt. Das wäre noch schlimmer, wenn sie in der Politik sogar offiziell nachgefragt hätten und die hätten alle gesagt, das ist okay. Also das weiß man alles nicht. Klar, uns hier als Konsumenten geht das ja immer nur an, wenn wir irgendeinen Nachteil hatten da draus. Ja, wir haben mehr bezahlt dann irgendwann mal. Ne? Ja, haben wir jetzt einen Nachteil da draus gehabt oder haben wir tolle Autos gekriegt? Ja, genau. Das wissen wir eben nicht. Ne? Was hätten wir für ein besseres Auto kriegen können? Ne? Ja, genau. Ich mach mal kurz auf Stopp. Oder mach schon mal an. Glaube ich gar nicht mehr so viel Rest hat. Los, ist mal unscharf. Ja, komm schon, jetzt hat. Ja. Gut, dann müssen wir heute mal, ich glaube, wir könnten ja ewig weiter diskutieren. Ja, wir müssen also aufnehmen. Ja, wir müssen einfach jetzt auch abwarten. Also ihr habt mitbekommen, dass ich nicht begeistert bin von den Sachen, die hier so alles abgeht, politisch und lobbyistisch und so. Und du bist da, das sind wir glaube ich gleicher Meinung. Ne? Und ich glaube, das Wissen ist auch bei den Leuten, ja, du hast auch ein ganz anderes Wissen als ich drüber und umgekehrt, ja, weil auch die Pressearbeit über dieses Thema ja, wie vorhin schon gesagt, auch fragwürdig ist. Deshalb, jeder hat ein Halbwissen, wenn überhaupt halb. Ja, wahrscheinlich ist es nur ganz viel weniger. Und wir sehen die Verpflichtung auch mit Eigentümerschaft Niedersachsen bei Volkswagen. Ich vermute einfach, dass da gibt es Zirkel, über die wagen wir gar nicht nachzudenken. Wie du schon gesagt hast, ja, wir hätten bessere Autos schon längst haben können. Und hätten nicht hier dieses amerikanische Ding hier fahren müssen. Ja. Drängt sich langsam auf, die Vermutung, ja. Und es wird nie aufgedeckt werden, da werden schon die Leute für sorgen. Aber wir müssen das Beste draus machen und wir hoffen auf die Arbeitsplätze, auch ich, ja. Ich bin da auch manchmal alleine, was so angeht. Meine E-Mobil-Kollegen, die sagen, ich kann mir nie mehr einen Volkswagen kaufen, weil der mich so verarscht jahrelang. Ich kann das einfach nicht mehr unterstützen. Auf der anderen Seite sage ich halt eben, wir haben die Arbeitsplätze hier. Und wenn nun Volkswagen ein gescheites Auto baut, dann kaufe ich das vielleicht auch. Ja, wenn es auch ein Porsche Mission E ist, ich weiß es nicht, dann kaufe ich das vielleicht auch. Ich bin denen dann zwar auch noch immer noch böse, aber ich möchte die Arbeitsplätze unterstützen.
Ist einfach so. Ich denke da nicht an den Manager, ich denke dann eher an die Arbeiter. Und ja, so ist das. Traurig, traurig, aber es ist so. Schauen wir mal an, es ist spannend. Auf jeden Fall, glaube ich, in 10 Jahren, wenn man so sich das Video heute anguckt, denkt man, was haben die da gelabert? Ja. In 2 Jahren vielleicht schon. Ja. Dann fand ich das eigentlich mal das Treffen hier mit dir super interessant. Ja. Wie immer, wenn man sich mit Auto-Leuten trifft. Es ist einfach immer schön. Und ja, das machen wir auch in Zukunft. Ne? Du machst das ja auch. Und Verbrenner vorbei. Jetzt haben wir wieder einen Verbrenner. Hört man so diese DPD-Autos da, wie jetzt die Post auf Elektro gebaut hat, die müsste es eigentlich schon lange auf Elektro geben. Ja. Müsste schon. Also, warum fahren die noch in die Stadt rein, solche Dinge? Ja. Gut. Gut. Sind wir am Ende? Am Ende unserer Akkukapazität. Und ich bekomme schon wieder Durst. Ah, aber du hast ja immer was dabei. Ja, aber ich mache keine Werbung für, ich verkaufe die auch nicht. Also nochmal zu Celsius. Kriegt man hier gar nicht. Nee, kriegt man hier gar nicht. Dann sehen wir uns das nächste Mal irgendwo, irgendwann. Genau. Mal sehen, vielleicht auf einer Messe sogar. IAA. Vielleicht treffen wir uns sogar bei der, auf der IAA. Ich bin leider noch am Pressetag dort. Wahrscheinlich. Weil wir hatten doch versucht, uns zu treffen mit T&T-Leuten. Ja, und ich hatte gesagt, ich wüsste nicht, ob ich noch ein zweites Mal hinfahre. Weil die wollten am Donnerstag uns treffen. Ja. Ja, ich hab's eingetragen. Wie gesagt, ich habe mir vorgenommen, nur am Pressetag auf jeden Fall hinzufahren. Ist gar kein Problem, sich zu registrieren übrigens. Ja, das fand ich toll, wie du so einen Presseausweis auf der LTV gehabt. Ja, ne? Ja. Ab einer gewissen Anzahl von Abonnenten. Echt? Oder wenn es relevant ist für das Thema, so schreiben sie immer, dann kriegst du das. Okay, da habe ich ja vielleicht auch schon jetzt, genug. Ich habe das jetzt auf der LTV, ne? Auf der HMI. Mhm. Hannover Messe und jetzt hier auf der IAA. Und IAA fand ich einmal interessant, weil man halt einfach im Vorfeld dann mal durchlaufen kann und vielleicht ein bisschen mehr Infos noch kriegt. Weiß ich nicht, ob sie. Dann vielleicht mal als Tipp an Dennis und an die TNT-Leute. Ihr habt auch schon genug Abonnenten. Vielleicht sollten wir uns alle so einen Presseausweis holen und dann an den Pressetag da hingehen. Wäre doch vielleicht eine Idee, oder? Wäre ein Vorschlag, genau. Akkreditierung, einfach mal die Akkreditierung angucken und hinschicken mit dem Link auf die Seite. Das reicht normalerweise. Tolle Idee. Ja. Versuchen wir auf jeden Fall. Dann glaubst du vielleicht auch, dass wir uns alle treffen. Wir wollten uns ja am Tesla-Stand treffen. Mal sehen, vielleicht lassen sie es ja zu. Vielleicht darf ich dann meinen Namen nicht sagen. Ah, egal. Tesla Markus. Ja. T-Markus. Okay. Gut. Super. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.